Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian. Willkommen bei Fokus. Religion ist out, Spiritualität ist in. So scheinen zusehends mehr Menschen zu denken. Denn obwohl die Kirchenaustritte von Jahr zu Jahr mehr werden, verstehen sich viele weiterhin als gläubig oder eben gar als spirituell. Doch was ist Spiritualität? Mit Rosenkranz betenden Nonnen habe das nichts zu tun, sagt unser heutiger Referent, Professor Anton Bucher von der Universität Salzburg. Spiritualität ist eines der tiefsten menschlichen Bedürfnisse, sagt er. Und so lautete auch der Vortrag, den der Theologe, Pädagoge und Buchautor Anton Bucher im Bildungshaus St. Arbogast gehalten hat. In diesem Vortrag wird auch deutlich werden, welche empirisch erwiesenen positiven Effekte eine spirituelle Einstellung mit sich bringt. Ja, meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gebeten worden, über Spiritualität zu sprechen, als eines der tiefsten menschlichen Bedürfnisse. Der Begriff Spiritualität hat ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine enorme Erweiterung erhalten. In meiner Studienzeit stand Spiritualität oder ließ Spiritualität an Klosterfrauen denken, die in weltabgeschiedenen Klöstern den Rosenkranz beten, oder es ließ denken so an den Spiritual im Priesterseminar, dem sich die immer weniger werdenden Alumni, also Priesteramtskandidaten, vielfach kopfnickend untergeordnet haben. Heute hingegen gibt es kaum einen Lebensbereich, der nicht auch als spirituell gedeutet werden könnte. Ich erinnere mich an einen Aufsatz, die Spiritualität des Mountainbikens. Wenn man voll und ganz begeistert ist und in die Pedalen tritt und die 700 Höhenmeter dann auch schafft in idyllischer Natur. Oder ich erinnere an die Spiritualität einer veganen Lebensweise oder ein bisschen leichter zumindest einer vegetarischen Lebensweise. Es gibt Untersuchungen darüber, über Spiritualität am Arbeitsplatz und eigentlich in allen Bereichen des Lebens. Professor Anton Bucher ist hörbar Schweizer. Er hat Theologie und Pädagogik an der Universität Fribourg studiert, unter anderem bei einem gewissen Christoph Schönborn. Und er ist in beiden Fächern Theologie und Erziehungswissenschaften habilitiert. Anton Bucher ist nun Professor für Religionspädagogik an der Universität Salzburg, wo er praktische Theologie lehrt. Ein Schwerpunkt von ihm ist die Glücksforschung, ein weiterer eben die Erforschung der Psychologie von Spiritualität und Religiosität. Spiritualität steht aus seiner Sicht für eine Verbundenheit mit der uns tragenden und nährenden Natur, mit der uns haltenden sozialen Mitwelt und mit einem uns geleitenden Göttlichen. Professor Bucher sagt, Spiritualität boomt, weil die Institution Kirche kriselt. Kommen wir nun zum ersten Punkt, so Gründe für die enorm angestiegene Popularität von Spiritualität. Und das ist sicherlich auch die Krise so der institutionellen Religion in einer Welt, die zusehends stärker individualistisch geworden ist. Und mittlerweile glaube ich auch, dass vor allem die katholische Kirche so lange auch gut funktioniert hat und auch Macht gehabt hat, solange sich die Menschen jeweils auch fürchteten noch. Vor allem etwa vor dem Teufel, vor der Hölle. Und zu monieren ist insbesondere auch so der Reformstau in der katholischen Kirche. Bin jahrelang engagiert gewesen, auch im Kirchenvolksbegehren. Und wenn ich da in dieser Runde sehe, so viele auch Damen, tut es mir im Herzen weh, wie viel seelsorgerisches Potenzial die Kirche einfach nicht genutzt hat, indem die Frauen auch nicht voll und gleichberechtigt zugelassen worden sind. Oder dass immer noch an diesem Zölibat festgehalten werden muss, der ja auch so viel Doppelmoral mit sich bringt. Obschon es im Titusbrief und an anderen Stellen im Neuen Testament heißt, der Bischof solle nur einmal verheiratet sein, er soll seine Frau nicht schlagen, er soll nicht zu viel Rotwein trinken. Wie soll einer eine Gemeinde führen, wenn er keine Familie leiten könne? Und das hat sich dann auch niedergeschlagen in den ihnen auch bekannten
statistischen Zahlen, die Kirchenaustritte kontinuierlich steigend. 1971 war der damalige Präsident Jonas, hat einen Empfang gehabt bei Paul VI. Und Paul VI. Hat von Österreich noch von einer Insel der Seligen gesprochen, was Kirche anbelangt. Es waren damals noch 91% unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen in der römisch-katholischen Kirche. Mittlerweile sind es noch um die 52%, jedes Jahr fast 1% weniger. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die Menschen dann auch entsprechend ungläubiger geworden wären. Von meinem Vater habe ich unter anderem auch folgende Aussage mitgenommen. Glaube hat wirklich auch mit unserem Leben zu tun. Und wenn ein Mensch keinen Glauben mehr hat, hat er auch keinen Grund mehr, am Morgen aufzustehen. Und zusehends mehr Menschen verstehen sich heute denn eher so als spirituell. Da ist die persönliche Erfahrung wichtig, ökumenisch offen und auch nicht dogmenorientiert. Mit dem Dogma hat sich ja die Kirche auch etwas ans Bein, ein Gewicht ans Bein gehängt, das manchmal schwer ist. Unter anderem gibt es das Dogma, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und dann ein weiterer Grund für die Popularität von Spiritualität, unter anderem sind auch ihre Gesundheitseffekte, wie sie dann noch ein bisschen konkreter darlegen würde. Menschen spirituell eingestellt, aber auch spirituell handelnd, etwa mehr oder weniger regelmäßig meditierend, haben nicht nur nachweislich eine längere Lebenserwartung, sie sind auch glücklicher und kommen mit ihrem Leben besser zurecht. Und nicht zuletzt sind es auch einige Erkenntnisse so in den harten Wissenschaften, die auch spirituell gedeutet werden können. Davon abgesehen, dass führende Physiker wie etwa Albert Einstein auch zugleich ein tief spiritueller Mensch war, und auch Neuropsychologen haben sich mit der spirituellen Phänomenen beschäftigt, unter anderem die Gehirnforscher. Und wenn wir schon dabei sind beim Gehirn, die komplexeste Struktur, die die Evolution bisher hervorgebracht hat, und unser Gehirn kann auch intensive spirituelle Erfahrungen machen. Wir haben also offensichtlich eine Hardware auch für spirituelle Erfahrungen. Spirituelle Erfahrungen sind laut Professor Bucher vor allem in der Natur möglich. Doch obwohl das Bedürfnis nach Spiritualität zunimmt, halten sich die Menschen immer seltener in der Natur auf. Wir sind zu wahrhaftigen Stubenhockern geworden. Outdoor bewegt sich kaum wer und auch für die kleinsten Erledigungen steigen viele ins Auto. Um die Naturverbundenheit war es also schon mal besser bestellt. Professor Bucher erinnert sich insofern gerne an das Zitat eines bedeutenden Politikers. Michail Gorbatschow ist einmal gefragt worden, woran glauben Sie? Was soll er antworten? Ihr könnt ja sagen, gut, ich glaube an den Marxismus oder Leninismus, ich glaube an die Sowjetunion oder an die Rote Armee oder was auch immer. Was hat er geantwortet? Gut, ich glaube an den Kosmos. Wir alle sind mit dem Kosmos verbunden. Schau die Sonne. Wenn sie nicht wäre, könnten wir nicht existieren. So ist die Sonne mein Gott. Für mich ist die Natur heilig. Bäume sind meine Tempel und Wälder meine Kathedralen. Insbesondere so Naturmystikern ist es gegeben, sich mit der Natur, dem Kosmos, intensiv verbunden zu fühlen. Ein Beispiel noch dazu, ein Zitat von einem Naturmystiker. Ich lag auf dem Rücken unter den Sternen und den unsichtbaren Galaxien und ich ließ ihre Größe in mich gehen. Ich spürte die Unermesslichkeit der Distanzen und ich war mit allem eins. Und das berührte mich zärtlich wie ein gregorianischer Choral. Wenn wir schon beim Kosmos sind, das ist für mich auch immer wieder der Anlass zum Staunen, diese gewaltige Größe. Ich durfte heute zu Fuß vom Bahnhof Götzis hier auflaufen, das kam mir ziemlich lang vor.
Das ist natürlich auch überhaupt nichts, wenn man bedenkt, allein unsere Milchstraße, wenn wir die reduzieren würden auf 10 Kilometer im Durchmesser, und dann wäre unser Planetensystem noch mit dem Pluto darin 0,1 Millimeter und unsere Milchstraße nur eine von geschätzten 300 Milliarden anderen auch. Betrachten wir also die Verbundenheit mit der Natur und dem Kosmos. Eine erste Vorbemerkung, dass es wohl leider noch nie eine Zeit gab, in der Menschen, die wir so oft jeweils, wie man heute sagt, indoor waren und nicht auch draußen, in der Natur, wie viele Generationen von unseren Vorfahren. Es ist auch so, dass wir Menschen nicht so mehr so viel in Bewegung sind. Die Jäger und Sammler, das sind die Männer im Schnitt, der pro Tag zwischen 35 bis 40 Kilometer marschiert, die Frauen um die 20 Kilometer, und heute gibt es Nachbarn bei mir, um zur 300 Meter entfernt gelegenen Bäckerei zu fahren am Morgen für frische Semmeln, da wird ins Auto eingestiegen, sollte viel mehr auch in Bewegung und draußen sein. Und dann bestenfalls auch so etwas wie Naturverbundenheit aufbauen können. Es gibt die sogenannte Ökopsychologie, also eine Teildisziplin der Psychologie, die untersucht unter anderem auch Menschen, die sich mit der Natur stärker verbunden fühlen, andere natürlich weniger. Naturverbundene Menschen sind jedenfalls glücklicher, fühlen sich geborgener. Damit will ich nicht in Abrede stellen, dass Natur manchmal regelrecht auch zärtlich sein kann, wenn so eine kühle Brise kommt oder so. Aber Natur kann natürlich auch schrecklich sein. Hochwasserkatastrophen, Erdbeben und anderes mehr. Naturverbundenheit stärkt nachweislich auch die Gesundheit, insbesondere die physische, und steigert auch so geistige Fähigkeiten. Speziell so ein ganzheitliches Denken wird begünstigt, wenn Menschen oft draußen sind und das Gefühl haben, eigentlich mit allem auch eins und verbunden zu sein. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass viele bedeutende Künstler sehr oft draußen waren. Denken Sie nur an den Van Gogh im Süden von Frankreich oder Friedrich Nietzsche, der im Engadin stundenlang, wochenlang um den Silsersee marschiert ist, oder Rainer Maria Rilke. Und nicht zuletzt motiviert Naturverbundenheiten auch stärker zu etwas, das intensiviert werden müsste, unbedingt, um unser aller Überleben zu sichern, auch das ökologische Handeln. Man kann sich dann weiter fragen, was begünstigt Naturverbundenheit. Da gibt es unter anderem auch einige so kulturell-religiöse Faktoren, vor allem so ganzheitliche Weltanschauungen. Nicht so, dass der Mensch über die Erde herrschen solle, wie oft behauptet wird aufgrund der Bibel. Das ist übrigens auch ein ziemlich gravierender Übersetzungsfehler. Eigentlich müsste es heißen, sorgt für die Erde, nicht aber macht euch die Erde untertan, sondern sorgt für sie. Beispielhaft der Häuptling Seattle, der hat 1854 Besuch bekommen von einem Regierungsvertreter aus Washington, und die wollten den Indianern Land abkaufen. Das war für ihn völlig undenkbar gewesen, weil das Land gehört allen, gibt kein Privateigentum dort. Und was hat er? Hat er ihm an den Präsidenten einen Brief zurückgeschrieben, unter anderem auch mit folgenden Sätzen: Die Erde ist unsere Mutter. Was immer der Erde zustößt, es stößt auch den Söhnen und Töchtern der Erde zu. Wenn sie auf die Erde herabspucken, dann bespucken sie sich selbst. Das ist uns Gewissheit. Die Erde gehört uns nicht. Wir gehören der Erde. Und auch das wissen wir, alle Dinge sind miteinander verbunden wie das Blut, welches eine Familie vereinigt. Und nicht zuletzt kann Naturverbundenheit auch durch entsprechende Landschaften begünstigt werden, vor allem solche Landschaften, die dem Überleben unserer Vorfahren förderlich waren. Es gibt da die Savannenthese, die Wiege der Menschheit.
eine sehr angenehme Landschaft ist auch hier. Wir sind oben, können herunterschauen, es sind Bäume da, können uns verstecken, die tragen auch Früchte, ja, es sind Bäche da, es gibt da zu trinken und das ist eine ganz andere Natur, als wenn wir beispielsweise mitten in der Sahara drinnen stünden würden und endlos einfach nur Eis und Steine und vielleicht auch weiße Knochen von Tieren, die da verdurstet waren. In Fokus spricht heute der Theologe und Pädagoge Anton Bucher von der Uni Salzburg über das Bedürfnis nach Spiritualität. Nicht nur Naturverbundenheit ist spirituell. Spiritualität entsteht auch durch soziale Verbundenheit. Bis zur Menschheit als Ganzer, dass die auch als eine Familie gesehen werden kann. Ann Schulman ist eine amerikanische spirituelle Schriftstellerin und die hat in einer ganz alltäglichen Situation einmal Folgendes erlebt, am Morgen in der U-Bahn drinnen, wo viele jeweils grantig sind und im Stress sind. Und was ist ihr da passiert? Plötzlich begann das dämmerige Licht mit einer außergewöhnlichen Klarheit zu leuchten, bis alles, was rings um mich herum war, in eine unglaubliche Aura gehüllt war. Und ich sah in den vielen Fahrgästen die wunderbare Verbundenheit aller Lebewesen. Ich fühlte es nicht, ich sah. Was als oberflächlicher Gedanke begann, wuchs zu einer Vision heran, breit und alles vereinigend, in der alle Menschen auf diesem Planeten gemeinsam der Sonne entgegenzogen, zu einer einzigen Familie vereinigt, unauflösbar, verbunden durch das einzigartige Wunder des Lebens. Zum Wunder des Lebens dazu möchte ich auch noch etwas sagen bei der Lektüre eines Biologen. Was ist der Grundbestandteil des Lebens? Das ist die Zelle, die sich teilen kann, Mitose und Meiose. Und das ist irgendwann passiert, vor etwa 3 Milliarden Jahren, in der Ursuppe drin, Schwefel war da noch herum und so. Und die Wahrscheinlichkeit, oder was da sich abgespielt hat, kann man mit Folgendem vergleichen. Imaginieren Sie sich eine gewaltige Trümmerhalde, elektrische Drähte liegen herum, Plastik, Holz, Stahl, Kunststoff, alles Mögliche in wirstem Durcheinander. Und jetzt kommt ein Wirbelwind und da steht eine flugfähige Boeing 747 als Sinnbild so der ersten Zelle, Grundbestand des Lebens. Ein Wunder, ein ergreifendes Wunder. Und bestenfalls so die Menschheit als eine ganze Familie. Und da ist es natürlich so, das Problem, also mit der Familie können wir schon noch eher verbunden fühlen, was zwar auch nicht immer der Fall ist, aber es gab immer wieder ausgezeichnete, also hervorragende, auch spirituelle Persönlichkeiten, die die ganze Menschheit als eine Familie würdigten. So ein Sugihara, der war japanischer Botschafter in Litauen, der dann bemerkt hat, was da auf die Juden zukommt und hat illegal tausende Wiesen jeweils für Juden ausgestellt, auch unter der Gefährdung seines eigenen Lebens, ausdrücklich als eine Familie gewürdigt, hat die gesamte Menschheit, auch der Mahatma Gandhi, Dalai Lama hat öfters gesagt, die Chinesen, die ja nicht unbedingt zimperlich waren in Tibet, auch das seien seine Brüder und Schwestern in der großen Menschheitsfamilie drin. Nun, empirisch auch nachgewiesen ist, wer sich so mit vielen Menschen verbunden fühlt, der ist in aller Regel jeweils auch weniger autoritär und sozial dominant und hat auch einen geringeren Ethnozentrismus. Ethnozentrismus ja bedeutet ja, so mein Volk oder früher meine Rasse ist die wichtigste und auch die beste. Und jeweils auch mehr Empathie, mehr Einfühlungsvermögen
Letztlich basiert ja die gesamte Ethik auch auf Empathie, Perspektivenübernahme, ist auch reflektierter und verfügt über eine höhere, auch so moralische Identität. Und nicht zuletzt haben solche Menschen jeweils auch mehr Oxytocin im Organismus drinnen, das sage ich auch als Glücksforscher, Oxytocin, auch als Kuschelhormon bezeichnet, ist eines der Glückshormone. Wenn wir mit unseren Fingerkuppen über 500-Euro-Scheine streichen, wird kein Oxytocin ausgeschüttet. Anders hingegen, wenn eine Mutter ihr neugeborenes Kind auf die Brust drückt, dann wird ihr ganzer Körper von Oxytocin regelrecht überschwemmt. Ein bisschen weniger ist es, auch das haben Psychologen untersucht. Wenn sie zwei Menschen umarmen und wenn das länger als 13 Sekunden dauert, das ist so die kritische Distanz, setzt das Ausschütten von Oxytocin ein. Bei der dritten Form der Verbundenheit gehen wir dem Wort Spiritualität auf den Grund. Spiritus bedeutet Geist. Bei der dritten Verbundenheit geht es also um das Geistliche, das Transzendentale, um das Göttliche. Ich komme nun zur noch Verbundenheit, also mit einem höheren und transzendenten Wesen. Und spirituelle Menschen sehen das vielfach so apersonal, den ganzen Kosmos erfüllend und nicht so als einen Weltraumpolizisten oder so der alte Mann mit Bart. Ich bin meiner Mutter dankbar, dass sie meine Kinderzeichnungen aufbewahrt hat. Da habe ich oft auch den jeweils lieben Gott gezeichnet. Und meistens war das ein älterer Herr mit einem langen Bart. Und einmal habe ich auch gezeichnet, bei der Wandlung, wie da Jesus in die Hostie reinkomme, da war es für mich sehr wichtig, dass vorne in dem Kirchenschiff das Fenster immer offen war, dass da Jesus runterkommen konnte in die Hostie rein. Heute sehe ich das schon natürlich ein bisschen anders. Und gemäß so dem verbindenden Glauben von einem Religionspsychologen, James W. Fowler, es ist eigentlich sekundär, wie diese Wirklichkeit benannt wird. Entscheidend sei vielmehr, dass diese Wirklichkeit vor allem, dass sie ist. So dann diese Verbundenheit mit einem Göttlichen, die kann auch bestehen bleiben, wenn irdische Bindungen zerbrechen. Und jede irdische Beziehung ist nicht auf Dauer angelegt. Einmal gehen die Kinder aus dem Haus, einmal sterben Partner weg, aber die Bindung zu einem Göttlichen, die kann auch erhalten bleiben, wenn ich sonst niemanden mehr habe. Und es gibt auch Berichte von Menschen, die lange in Einzelhaft gehalten worden sind. Ein britischer Journalist einmal mehrere um die 2000 Tage in Beirut ist das gewesen, keine Menschenstimme gehört, aber es war ein gläubiger Mensch und er fühlte sich nicht allein. Oder auch der große Theologe Dietrich Bonhoeffer, oft in Einzelhaft bei der SS in Berlin, er fühlte sich nie allein, weil Gott bei ihm sei. Und es ist auch so, dass so der Glaube an Götter, supernaturale Agenten werden in der Fachsprache bezeichnet, der Evolution förderlich waren, unter anderem auch aus einem ganz einfachen Grund. Menschen sollten sich jeweils auch an Regeln halten, auch wenn sie dabei nicht beobachtet werden. Imaginieren wir einen unserer Vorfahren, da ist ein erlegtes Mammut, niemand da, ich könnte mir jetzt die besten Stücke einfach rausschneiden und die für mich auch verstecken. Wenn ich aber daran glaube, oben ist jemand und schaut auf mich runter und wird dann keine Freude haben, dann werde ich das unterlassen. Und das wirft eigentlich auch bis heute. In britischen Betrieben hat man Folgendes gemacht, hat Tassen hingestellt, oder Kassen, Kaffee, Geld spenden, freiwillig. Auf die einen waren weiß und blank und die anderen, da hat man ein streng blickendes Augenpaar hingemalt
und hat dann festgestellt, dass in diesen dreimal so viel Geld drinnen war wie in den Weißen. Und mittlerweile auch also die heutigen Götter in Weiß, sie sagen, auch Kinder haben eine natürliche Neigung, sich göttliche Wesen vorzustellen, die jeweils erklären, warum etwa ein Blitz herunterkommt und anderes mehr. Und auch bei dieser transzendentalen Verbundenheit gibt es empirisch nachgewiesenen Nutzen. Menschen sich mit einem Göttlichen verbunden fühlend, haben ein geringeres Risiko so für depressive Verstimmungen, so geringere Einsamkeit. Einsamkeit wird ja spätestens nach der Covid-Zeit auch so als neue Volkskrankheit beklagt, durchaus auch zu Recht. Menschen, die sich in der Bindung zu einem Göttlichen auch getragen fühlen, haben auch mehr Vertrauen, nicht nur zu sich selber, sondern auch in andere Mitmenschen. Und nicht zuletzt ist das nachweislich auch sogar der physischen Gesundheit förderlich ist. Wer ans Göttliche glaubt, ist also weniger anfällig für Depressionen, fühlt sich weniger einsam und hat mehr Vertrauen zu sich und zu den anderen. Für eine solche Verbundenheit zum Transzendentalen wäre nach Meinung von Theologieprofessor Bucher Selbsttranszendenz nach Viktor Frankl wichtig. Soll heißen, das eigene Ego hintanstellen und sich anderen Menschen zuwenden und sich um sie kümmern. Was so für Verbundenheit erforderlich ist, nämlich das, was Viktor E. Frankl, der Begründer der Logotherapie, den ich sehr hoch schätze, als Selbsttranszendenz bezeichnet hat. Und damit meinte er so die Fähigkeit, von so dem eigenen Ego jeweils auch abzusehen. Ein Hypochonder, der permanent nur an seine Gesundheit denkt und für den ein leichter Husten schon die kommende Pneumonie, die Lungenentzündung ist, der wird sich nicht öffnen können für andere und für anderes. Oder wenn jemand nur an die Entwicklung des Dow Jones und so weiter denkt, der wird sich damit auch schwer tun. Viktor E. Frankl, wir müssen so unser eigenes Ego, unser eigenes Ich vielleicht gar nicht so wichtig nehmen, sondern uns Tätigkeiten zuwenden, anderen Menschen zuwenden, im Alltag jeweils unsere Pflicht erfüllen. Und schwer so mit der Verbundenheit tun sich auch Persönlichkeiten, bei denen so narzisstische Störungen diagnostiziert worden sind. Und von der Psychiatrie und Persönlichkeitsforschung wissen wir, dass die Quote der so narzisstischen Persönlichkeiten in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Okay, kommen wir abschließend noch. Wir haben noch eine Untersuchung gemacht, 1380 Studierende befragt, womit sie sich sehr verbunden fühlen. Dieses Gefühl der Verbundenheit wird durchaus noch viel erlebt, insbesondere im sozialen Nahbereich, aber überdurchschnittlich viel jeweils auch in der Natur. Wenig Verbundenheit registriert wird, jedoch im Hinblick auf Regierung oder Leute, die politisch und so weiter tätig sind, und auch Religion. Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian. Um das menschliche Verlangen nach Spiritualität geht es heute in Fokus. Darüber spricht der Professor für praktische Theologie von der Universität Salzburg, Anton Bucher. Er ist überzeugt, dass die Spiritualität auch positive Effekte auf die Gesundheit, ja sogar auf die Lebensdauer eines Menschen hat. Folgende Dinge wurden wissenschaftlich bewiesen. Nun, die empirisch so nachgewiesenen Effekte von Spiritualität. Unter anderem so eine verlängerte Lebensdauer. Menschen, die sich verbunden fühlen, geborgen in diesem Leben drin, aber auch in sich selber drin,
Die haben in der Regel auch ein stärkeres Immunsystem, werden weniger von Rhinoviren und so weiter attackiert. Und insbesondere sind auch beruhigter etwa das Rosenkranzgebet. Ich habe das Rosenkranzgebet aus meiner Kindheit manchmal sehr, sehr lang in Erinnerung. Immer wenn die Oma da war, mussten alle 150 Mal das gebetet werden, das Gegrüßt seist du, Maria. Mittlerweile erlebe ich das ganz anders, etwa beim Warten, wenn ein Angehöriger oder ein Bekannter verstorben ist. Es hat etwas sehr, sehr Beruhigendes. Und es gibt eine oft zitierte Studie mit italienischen Nonnen durchgeführt, die öfters regelmäßig den Rosenkranz beten, aber gemeinsam jeweils auch singen in der Vesper im Chorgestühl drinnen. Diese Nonnen erfüllten nicht alle das Barbie-Schlankheitsideal, aber sie hatten viel bessere kardiovaskuläre Werte als gleichaltrige, als eine gleichaltrige Kontrollgruppe. Und vor allem ermöglicht spirituelle Praktiken jeweils, dass wir auch so in die sogenannte Entspannungsreaktion kommen. Und dass wir, imaginieren wir uns vielleicht Folgendes, da käme vom Fenster her ein riesengroßer Tyrannosaurus Rex, etwa 6 Meter groß, knurrt, bald ist er drin, was passiert in unseren Organismen drinnen? Der Herzschlag steigt sofort, Blutdruck steigt, es wird mehr Blut in Arme und Beine gepumpt, in die Arme. Man könnte ja kämpfen, beim Tyrannosaurus Rex würde ich eher abraten davon, oder man könnte auch davon rennen und der Körper kann sich nicht mehr leisten, die Gipfel oder zu verdauen, die wir zuvor gegessen haben. Nur ist das Problem, dass viele von uns manchmal in genau dieser gleichen Befindlichkeit drin sind und die einzige Tätigkeit besteht darin, mit einer Maus zu arbeiten und die ist auch nur aus Plastik. Unsere Vorfahren waren auch oft in der Kampf- und Fluchtreaktion, aber die haben dann gekämpft oder sind geflohen und dann durchgeatmet und kamen wieder zu den normalen Werten. Ein amerikanischer Medizinsoziologe hat zu Recht die These vertreten und berechnet, wenn Menschen regelmäßig auch in die Entspannungsreaktion zur Ruhe kommen könnten, auch innerlich, könnte man sich vielleicht die Hälfte der Arztbesuche ersparen. Was ist auch nachgewiesen worden, etwa bei HIV-Infizierten, dass da die Immunschwäche jeweils später ausbricht, wenn sie Spiritualität praktizieren, in unterschiedlichen Formen, insbesondere meditative Praktiken, und vor allem verringert Spiritualität so das Risiko, kardiovaskulär zu erkranken, ist ja die häufigste der Todesursachen in den industrialisierten Ländern. Allerdings muss man auch noch redlicherweise eingestehen, dass es da auch so eine Konfundierung, eine Vermischung gibt, jeweils mit einem gesunden Lebensstil. Andererseits ist es aber auch so, dass die meisten spirituellen Traditionen einen gesunden Lebensstil empfehlen, gelegentliches Fasten. Angesprochen hatte ich schon mehrfach die Meditation. Es gibt mittlerweile Tausende von Studien, die den Effekten von Meditation auf Gesundheitsvariablen nachgegangen sind. Nur ein paar Schlaglichter. Meditation, klassischerweise im Lotussitz drinnen, verlangsamt die Herzfrequenz. Es gibt indische Experten, die es fertigbringen, dass sie pro Minute vielleicht noch 15 Herzschläge haben und nicht mehr zwischen 60 und 80. Wirkt enorm beruhigend, es wird der Blutdruck auch gesenkt und jeweils weniger vom Stresshormon Cortisol. Cortisol ist sehr wichtig auch für unsere Verdauung und anderes mehr, aber wenn im Übermaß ausgeschüttet, begünstigt das Zivilisationskrankheiten wie etwa Diabetes, aber auch koronare Erkrankungen und Karzinogene, auch Krebserkrankungen. Und gestärkt wird nicht zuletzt auch das Immunsystem. Spiritualität wirkt aber, wie könnte es anders sein, auch auf den Geist.
Die Effekte auf die Psyche können sehr stark sein. Denn wie heißt es so schön? Der Glaube kann Berge versetzen. Und naheliegend dann die Assoziation zu dem sogenannten Placebo-Effekt, der schon dem großen Philosophen Plato bekannt war. Und die Placebo-Forschung ist übrigens im Zweiten Weltkrieg intensiviert worden, und zwar aus einem ganz einfachen, aber letztlich auch tragischen Grund. In vielen Lazaretten gingen jeweils das Morphium zu Ende, es waren keine Schmerzmittel mehr da. Und kluge Lazarettärzte haben dann den Patienten, Verstümmelten, in ihren schweren Schmerzen gesagt, ja, kommt eine Spritze, es war nur eine Kochsalzlösung, da ist Morphium drin und so weiter. Und die meisten verspürten sofort weniger Schmerzen, obschon sie gar kein Morphium bekommen hatten. Und von der Placebo-Forschung her wissen wir, dass so die 30-50% der Wirkung von Medikamenten, dass das auf den Placebo, auf den Glaubenseffekt zurückzuführen ist. Wir haben bisher jetzt die Effekte betrachtet, also auf die physische Gesundheit. Davon allerdings nicht trennbar ist auch die psychische, seelische Gesundheit, weil der Mensch eine leibseelische Einheit. Und vielfach auch so in der Christentumsgeschichte drin hat Spiritualität nicht immer so das psychische Wohlergehen angezielt. Vielmehr wurde manchmal auch so eine Mentalität also des Kreuztragens in diesem Jammertal gepflegt. Anders hingegen jetzt also Spiritualität, die hängt also negativ zusammen mit Depression. Und Depression, eine wirklich klinische Depression, spirituelle Menschen geraten unwahrscheinlicher jeweils in dieses Seelendunkel drin. Und vor allem ist es schon die bereits angesprochene Komponente, so Selbsttranszendenz, die nachhaltig vor depressiven Verstimmungen schützt. Depressive Menschen denken ja vielfach nur noch an sich selber. Suhlen in der Vergangenheit denken oftmals auch einen Konjunktiven, hätte ich doch und da ist mir Unrecht passiert, sehr stark auf sich selbst bezogen, wohingegen selbsttranszendente Menschen auch so von sich absehen können. Anton Bucher ist wichtig, wie Spiritualität im Alltag gelebt werden kann, etwa in der Familie, aber auch in der Arbeit. Auch das hat positive Wirkung. Spiritualität, Verbundenheit kann ja überall gelebt werden, auch und gerade im Alltag. Und besonders glücklich sind jeweils Menschen, die auch ihren Alltag als etwas Heiliges würdigen. Auch eine Ehe, eine Partnerschaft oder das Aufziehen von Kindern. Und bei denen jeweils auch die Seele zu nähren ist, nicht nur der Magen zu füllen, sondern auch mit Geist und Liebe die Seele jeweils zu nähren. Und nicht zuletzt sind spirituell eingestellte Menschen oder ist es so, dass auch die so Zufriedenheit also jeweils mit der Ehe erhöht. Und wichtig sind da vor allem auch gemeinsame spirituelle Überzeugungen. Die Universität Köln, Soziologie, die haben einen Schwerpunkt zur Trennungsforschung, Scheidungsforschung oder umgekehrt, welche Ehen und Lebensgemeinschaften bleiben am längsten stabil. Ist es ein nachhaltiger Effekt, wenn man einen Ehevertrag macht, wenn man gemeinsam ein Haus kauft oder was auch immer. Der stärkste Stabilitätsfaktor sind gleiche Glaubensüberzeugungen. Und eine Amerikanerin hat das so formuliert, ein Paar oder eine Familie, das oder die gemeinsam betet, bleibt in aller Regel auch zusammen. Und nicht zuletzt kann auch Sexualität, über Jahrhunderte hinweg ist ja diskreditiert worden, auch tiefste Verbundenheit schenken. Und nicht zuletzt auch das, was die meisten von uns Tag für Tag tun, auch also der Topos, so Spiritualität am Arbeitsplatz,
Da gibt es auch so Fragebögen, Messinstrumente etwa. Ich spüre tiefes Vertrauen und Verbundenheit mit meinen Kollegen. Solchen Arbeitern und Angestellten geht es besser. Sie haben eine höhere Arbeitszufriedenheit und arbeiten auch effizienter als die eher nicht zufriedenen. Arbeit ist ja auch ein enormer Glücksfaktor, wenn es eine erfüllende Arbeit ist. Unseren Studierenden habe ich auch schon jeweils in der Glücksvorlesung, will ich Ihnen ein chinesisches Sprichwort jeweils nicht vorenthalten. Wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, öffne eine Flasche Wein. Wenn du eine Woche lang glücklich sein willst, schlachte ein Schwein. Wenn du einen Monat lang glücklich sein willst, heirate, manchmal geht es auch länger natürlich. Wenn du dein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit. Und bleiben wir noch kurz dabei, so spirituell eingestellte Personen erleben auch das Arbeitsklima als angenehmer, sind freundlicher. Es herrscht dann auch so ein Klima jeweils auch des Wohlwollens und der Gerechtigkeit. Und eigens untersucht hat man auch jeweils so spirituelle Führungskräfte. Und was zeichnet die vor allem aus? Die sind intrinsisch motiviert. Denen geht's um die Sache, um die Arbeit und nicht um die Kohle oder Erfolg oder was auch immer. Flow bestenfalls. Und vor allem können die jeweils auch begeistern. Spiritus im Lateinischen, Geist, begeistert sein, heißt auch spirituell sein. Und von dem von mir hochgeschätzten Reformpädagogen Bertold Otto ist mir in Erinnerung geblieben. Rezepte, wie man Schüler begeistern kann, soll der pädagogische Quacksalber beim pädagogischen Kurpfuscher suchen. Lehrer, Lehrerinnen können nur insoweit begeistern, wie sie selber auch begeistert sind. Und ich finde es schade irgendwie, in der wissenschaftlichen Pädagogik von Begeisterung ist kaum die Rede. Wir sprechen nur von Kompetenzen und allem Möglichen, aber nicht mehr. Kaum von der Begeisterung, unter anderem auch deswegen. Begeisterung kann missbraucht worden, ist missbraucht worden. Denken Sie an den Nationalsozialismus. Aber was missbraucht werden kann, ist deswegen nicht schlecht. Professor Bucher ist nicht nur Theologe, sondern auch habilitierter Erziehungswissenschaftler. Als Pädagogen ist es ihm ein Anliegen, dass Kinder gut an den Glauben herangeführt werden. Komme abschließend nun zu einigen Anmerkungen noch. Zu einer spirituellen Erziehung in diesem Sinne, nicht zu einem Buchstabenwissen oder Katechismuswissen, sondern unter anderem auch eine Naturverbundenheit stärken. Und es fängt damit an, jeweils auch Kindern vielfältige Naturerfahrungen zu ermöglichen. Eine tolle Einrichtung finde ich die Waldkindergärten, die es mehr und mehr gibt. Es ermöglicht auch vielfältige Sinnesschulung. Und wenn Kinder etwa im Herbst, viele Kinder haben einen Sammeltrieb, etwa farbige Blätter im Herbst, da sollen sie doch das Recht haben, die auch mit in die Wohnung zu tragen oder Steine sammeln zu lassen. Das sage ich aus folgendem Grund. Eine der großen spirituellen Gestalten des 20. Jahrhunderts war Teilhard de Chardin, großer Philosoph und auch Paläoanthropologe. Der versucht hat, Bibel und Evolutionstheorie zusammenzudenken. Und er hat so als 5-6-Jähriger war er fasziniert von den Steinen. Steine sind für ihn etwas Lebendiges gewesen. Und er habe eine riesengroße Schublade unter seinem Bett mit den unterschiedlichsten Steinen gefüllt. Und nicht zuletzt ist es der Naturverbundenheit auch förderlich, wenn Kinder ein Haustier haben können. Wir haben ja eine große Studie darüber durchgeführt, was Kinder glücklich macht. Und in meinem ganzen Pädagogikstudium war nie die Rede von Haustieren. Was hat mich bisher am meisten glücklich gemacht? Eine 11-Jährige, die Katze Schnurli, der Kater Mounsey, der Vogel Gypsy, dann meine Eltern und dann meine Freunde. Ist auch eine gewisse Prioritätenreihung.
und nicht zuletzt auch Anregungen zu geben, so für eine ökologische Erziehung. Aus vielen Untersuchungen wissen wir, dass viele Kinder, wenn sie so etwa an die Zukunft denken, auch der Natur, also sehr, sehr pessimistisch sind. Aber dann sollte ihnen auch gezeigt werden, sie können etwas dagegen tun. Und wenn es auch nur was ganz Einfaches ist, etwa Müll trennen oder was auch immer. So, dann komme ich zur Verbundenheit mit der sozialen Mitwelt, jeweils diese zu erweitern. Und das fängt meines Erachtens auch relativ früh an, also im ersten Lebenstag eigentlich schon. Von einem bin ich überzeugt, keine Schimpansenmutter käme auf die Idee, ihr neugeborenes Baby in einen Wagen zu legen und den vor sich herzuschieben. Das haben bisher wirklich nur die Menschen fertiggebracht. Kinder wollen getragen werden. Und da entsteht dann auch eine sichere Bindung. Und sicher gebundene Kinder sind dann auch neugieriger, weniger ängstlich, wissbegieriger. Und es gibt, ich bin so froh, dass ich dieses Buch damals gelesen habe, ein Kultbuch von der Jean Lidoff, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Da wird die Kindheit beschrieben von Indianerkindern im brasilianischen Regenwald. Also durchgängig sehr, sehr glückliche Kinder. Und was ist diesen gemeinsam? Die werden von ihren Müttern getragen bis ins dritte, vierte Lebensjahr, manchmal in diesen Tüchern drinnen, sind auch entsprechend widerstandsfähiger, vor allem aber auch glücklicher. Und so zur sozialen Verbundenheit kann auch gehören, etwa auch Rituale, Alltagsrituale, damit kann man sich auch viel Ärger ersparen. Es gibt ja mehrere Auslöser jeweils für Eltern-Kind-Konflikte, unterschiedliche Auffassungen auch darüber, wann die richtige Zu-Bett-Geh-Zeit ist und da Einschlafrituale, dann geht das viel, viel leichter. Und unsere Verbundenheit auch förderlich. Wir werden aneinander immer wieder schuldig, machen Fehler. Und vergeben und verzeihen ist nicht etwa eine Schwäche, sondern eine Stärke. Manchmal auch Kindern sagen, tut mir leid, da habe ich einen Fehler gemacht. Frühere Erziehungsratgeber hatten davon abgeraten, das wachse den Kindern nur so hochnäsig in den Kopf hinein. Der von mir hochgeschätzte Nelson Mandela, 27 Jahre lang eingesperrt gewesen, dann wieder Präsident von Südafrika und zu seiner Inaugurationsfeier als Präsident lädt er die Gefängniswärter von damals ein. Und ist dann gefragt worden, warum machen Sie das und so? Und er hat dann geantwortet und es hat mich schwer beeindruckt. Wenn ich diesen Menschen nicht verzeihe, bleibe ich in meinem Herzen im Gefängnis drinnen. Das ist wahre menschliche Größe. Und dann nicht zuletzt auch so zu einem fantasiereichen Innenleben ermuntern, etwa mit Geschichten, Fantasiereisen, sich auch mit imaginären Gefährten verbunden fühlen. Es heißt ja so oft die Formulierung, es ist eh nur Fantasie, und dem haben also auch bedeutende Philosophen entgegengehalten. Nichts Geringeres als die Fantasie, weil die Fantasie von schöpferischer Kraft ist. Und nicht zuletzt auch noch die Verbundenheit mit etwas Höherem und Göttlichem. Oswald Kroh, ein Entwicklungspsychologe, hat einmal gesagt, kein Kind erfindet Gott von sich aus, aber jedes ist bereit, an ihn zu glauben. Wir haben viele Studien darüber durchgeführt, wie sich Kinder das Göttliche oder Gott vorstellen. Mädchen übrigens mitunter nicht als der alte Mann mit Bart, sondern als ein junges, kesses, fröhliches Mädchen. Mitunter wirklich sehr originelle Bilder. Und nicht zuletzt dann hören Kinder nach wie vor gerne biblische Geschichten, wenn sie ihnen spannend erzählt werden. Und manchmal ist es ja auch ein bisschen strittig, wie viel Kirche braucht das Kind. Auch jüngere Kinder gehen gerne in Kirchen hinein, Kerzen anzünden und solche Dinge.
Aber wenn es dann zu lange Gottesdienste sind oder was auch immer, kann es ein bisschen fad werden. Und von einem bin ich überzeugt, dass es der liebe Gott lieber hat, wenn Kinder auf dem Spielplatz sind, miteinander spielen, lachen, fröhlich und glücklich sind, als wenn sie sagen, verflixt nochmal, wann hört das auf, die lange Predigt oder was auch immer. Kommen nun zu einem Schluss. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und möchte schließen mit einem Wort von dem erwähnten Teilhard de Chardin. Was hat er formuliert? Wir Menschen, wir sind nicht menschliche Wesen, die spirituelle Erfahrungen machen. Wir sind vielmehr spirituelle Wesen, geisterfüllte Wesen, beseelte Wesen, die menschliche Erfahrungen machen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Theologe, Pädagoge und Buchautor Professor Anton Bucher hat heute in Fokus über eines der tiefsten menschlichen Bedürfnisse gesprochen, über die Spiritualität. Der Vortrag wurde im Bildungshaus St. Arbogast aufgenommen. Die Sendung können Sie gerne jederzeit als Podcast nachhören, auf Sound.ORF oder überall, wo es Podcasts gibt. Georg Fabian dankt für Ihr Interesse.